Hallo, liebe Schüler, heute geht es ums Intervall. Das ist ein kleines Mosaik, das wir brauchen für später. Es geht nämlich hier um Ungleichungen. Also eigentlich haben wir ja gerade erst Terme gemacht und jetzt plötzlich kommen Ungleichungen. Aber das werden wir uns jetzt nochmal genau anschauen, warum man das kurz dazwischen schiebt. Grundmenge ist gleich n, das wisst ihr noch. Das heißt, wir dürfen aus den Mengen der natürlichen Zahlen dürfen wir alle Zahlen einfügen. Und wir sollen jetzt quasi eine Lösungsmenge finden für alle x kleiner gleich 8. Also alle Werte, die kleiner oder gleich 8 sind, sind 0, 1, 2, 3, 4 bis 8. Die Lösungsmenge schaut so aus. Das war das, was wir in der 5. Klasse bei Ungleichungen aufschreiben und darstellen konnten. Problem jetzt. Jetzt haben wir g ist gleich q plus 0. Was ändert sich daran? Es bleiben zwar alle Werte, diese Werte Lösung, aber was ist mit den Zahlen 1,5, 2,5? 1,6, 1,7, 1,8 und so weiter. Das Problem ist, dass zwischen 0 und 1 unendlich viele Zahlen liegen, die auch Lösung sind. Zwischen 1 und 2 unendlich viele Zahlen sind, die auch Lösung sind. Man könnte sagen, in diesen Klammern stecken unendlich viele Lösungen, die auch noch zur Lösungsmenge gehören. Und deswegen können wir diese Lösungsmenge so nicht mehr verwenden. Welche Lösungsmenge wir dann verwenden, das will ich euch hier kurz zeigen. Das hier ist nichts anderes als die Darstellung einer solchen Lösungsmenge. Nämlich auf einer Zahlenhalbgerade. Das da oben, das lassen wir jetzt mal weg. Das hier sind quasi alle Lösungen zwischen 1 und 8. Ja? Das heißt, man stellt einfach zum Beispiel durch einen Strich alle diese Lösungen dar. In dem Fall würde es heißen, alle Zahlen zwischen 1 und 8 gehören zur Lösung. Also auch die 1,5, die 2,1 und so weiter. Denn durch die Verbindung durch eine Gerade sind ja unendlich viele Punkte auf dieser, Entschuldigung, nicht Geraden. Durch die Verbindung durch diese Strecke sind ja unendlich viele Punkte auf dieser Strecke. Und deswegen gibt es natürlich dann unendlich viele Punkte, die zu dieser Lösung gehören. Wir müssen uns bloß immer um die Grenzen Gedanken machen. Für die Grenzen macht man eckige Klammern. Wenn die eckige Klammer zu dieser Strecke zeigt, also diese eckige Klammer in die Richtung und diese eckige Klammer in die Richtung, dann heißt das so viel, wie es ist ein abgeschlossenes Intervall mit den Grenzen 1 und 8. So, jetzt müssen wir das Ganze nochmal erklären. Die Lösungsmenge wäre in dem Fall quasi alle Elemente zwischen 1 und 8. Und weil die eckige Klammer in die Mitte zeigt, ist die 1 dabei. Und weil die eckige Klammer hier auch in die Mitte zeigt, ist die 8 dabei. Man könnte also sagen, alle Elemente zwischen 1 und 8 und die 1 und die 8 sind auch dabei. Das wäre jetzt ein abgeschlossenes Intervall, eine Lösungsmenge, die wir eben dann so anzeigen können mit eckigen Klammern. Das gleiche wieder, wir nehmen das Ganze jetzt nochmal, also wieder alle Zahlen zwischen 1 und 8, machen aber hier mal die eckige Klammer nach links und hier die eckige Klammer nach rechts. Wer jetzt gut aufgepasst hat, weiß bereits, was das heißt. Das ist ein offenes Intervall und dieses Mal gehören die Grenzen 1 und 8 nicht dazu, weil eben die eine nach links zeigt und die andere nach rechts zeigt. Heißt, die 1 ist da nicht dabei und die 8 ist da nicht dabei. Das wäre quasi ein ähnliches Intervall wie oben, nur dass eben die Grenzen nicht dabei sind. Nennt man offenes Intervall, ist auch ganz gut zu merken, finde ich, weil eben quasi das Ganze offen ist. Also die eckige Klammer geht nach draußen, ist nicht geschlossen. Dann machen wir es einmal so rum, eine Mischform. Wir nehmen hier, machen wir es zu und hier machen wir es offen. Das nennt man ein halboffenes Intervall. Dort ist die 1 dabei, aber die 8 nicht. Ja? Also die 1 gehört zur Lösungsmenge oder zum Intervall, die 8 aber nicht. Und dann machen wir das Ganze nochmal andersrum. Wir machen die 1 offen und die 8 dazu. Ist auch ein halboffenes Intervall mit der 8, aber ohne die 1. Also, um eine Lösungsmenge darzustellen, oder ja genau, da muss ich quasi jetzt Strecken zeichnen auf der Zahlenhalbgerade. Und ich muss mich jetzt mal damit auseinandersetzen, was passiert mit den Ecken. Also ist die 1 dabei, oder also die Grenzen, ist die 1 dabei oder ist die 8 dabei oder eben nicht. Und dementsprechend muss ich meine Klammern wählen. Kurz zusammengefasst, für g gleich n gibt man die Lösung einer Ungleichung in aufzählender Form. Das haben wir hier gerade vorne oben gesehen. Aber für g gleich q plus 0 kann die Lösung unendlich viele Elemente haben. Man stellt sie deshalb auf Zahlenhalbgeraden oder Intervallen dar. Das ist eine Zahlenhalbgerade und das ist ein Intervall. Und was wir jetzt die nächsten Stunden nur wissen müssen, ist, wie man eben sowas darstellt. Ihr bekommt entweder solche Zahlen halbgeraden und müsst die Lösungsmenge dazu schreiben, oder ihr bekommt eine Lösungsmenge, die genauso ausschaut und müsst es dann auf einer Zahlenhalbgeraden hinschreiben. Also ihr müsst noch nicht wissen, wie man das aus einer Ungleichung dann direkt hier raus macht, aber ihr müsst zumindest wissen, wie man aus dem das macht und aus dem das macht. Und was ist mit den
Worten abgeschlossen, offen, halboffen zum Tun hat und was die Grenzen mit den eckigen Klammern anstellt.